Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Thunder Sea. Wir waren das letzte Mal dabei, dass wir in Thunder Skip erstmal kurz verschnauft haben, ein bisschen was gegessen haben. Und jetzt fahren wir direkt weiter zu den Tom Colonists und werden denen erstmal ein bisschen was verscherbeln. Ich habe jetzt noch dieses Schiff, da waren wir auch schon länger nicht mehr. Aber leider haben wir keine Recent News, das heißt, es bringt uns leider herzlich wenig. Aber hier ist ein Schiff, was uns was bringt. Bäm. So, den hauen wir erstmal schnell weg. Dann haben wir zwar ein bisschen Crew erstmal verloren, ist aber nicht weiter schlimm. Das letzte Mal kam er auch so immer ganz gut mit aus und haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Leute wieder. Die im Hafen auf uns warten, auf jeden Fall. Die können also erstmal nicht wegsterben. Und wir haben auf jeden Fall eine ganz gute Chance, dass wir ein bisschen Geld reinbekommen und die ganze Fahrt hier finanziert bekommen. Das hat geklappt, sehr gut. Dann nehmen wir das hier gleich noch mit. Das ist übrigens auch ganz cool hier mit der Distanz. Dass man halt bei der Distanz im Prinzip eine gewisse Distanz haben muss, um überhaupt fliehen zu können. Da ist jetzt aber gerade noch eine gespawnt, einfach, oder? Das waren doch eben nur zwei plus die eine, die wir kaputt gemacht haben. Und jetzt waren doch da drei auf einmal. Oder habe ich das irgendwie nicht gesehen? So, unsere kleine Funzel bahnt sich hier quasi den Weg. Verdammte Axt. Ich habe gehofft, wir sind rechtzeitig hier. So, bevor da irgendeiner wieder auf dumme Ideen kommt. Zack, zack, zack. Verkauft. So, ein Port Report erstmal abgegrast. Und wir können. Was bringt uns der hier eigentlich? Den können wir gar nicht kaufen, ne? Foxfire Candles. Würde mich ja auch mal interessieren, was das bringt. So, jetzt fahren wir von Vanderbrite, fahren wir so schräg da hoch. Was haben wir? Discovered Cairns Abyss. Ah, der da. So, die machen wir jetzt wieder kaputt. Die bringen uns ja wenigstens Supply wieder. Wir haben ja vorhin schon ein Supply leider verloren, weil der Tote ja eben auferstanden ist. Das muss ja nicht sein. Ja, schade. Aber ich hoffe, wir kriegen den jetzt dennoch kaputt. Den auch wieder. Weil wir werden jetzt bald auch auf jeden Fall viel Nahrung benötigen, wenn ich wieder das so angucke, was unsere Leute jetzt schon wieder für Hunger haben, obwohl wir eben erst gegessen hatten. Aber ich glaube, das hängt auch mit der Anzahl der Personen zusammen. Weil wir haben das Schiff ja erst gegen Ende hin, hatten wir ja so ein Schiff entdeckt, was wir halt abgrasen konnten. Und sind dadurch ja auf diese Achtercrew runtergefallen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich damit schon zusammenhängt. Das wäre natürlich an sich sinnvoll, aber okay. So. White's approach a long way to the northeast.
Es wäre schön, dass wir hier Glocken gehört haben, aber irgendwie fände ich das ja auch ganz cool, wenn wir... Ach, ich dachte, da kommt ein Schiff. Chapel. Chapel of Lights. Klingt schon mal echt ganz cool. Sieht auch echt sehr geil aus. Und ist hoffentlich richtig vielversprechend hier. Also das finde ich wieder grafisch ganz cool. Kann man da was kaufen? Nö, natürlich nicht. Schade. So, Gather Intelligence. Okay. Vierte Fächer. Shadows between many, many candles. A bell tolls the chapel tower. Cracked iron lather. Beware, the isle is full of voices. Mhm. A port report. A smiling priest in a red cassock tends the chapel. Count them, perhaps some of them are imaginary. Okay. Klingt ein bisschen gruselig. Eat of the chapel's bounty. A smiling priest unlocks the door of the storehouse for you. Here, he says. Eat, but take nothing away with you. Okay. Rich and red. They have shark steaks plucked from the sea. Thin slices of cavern tuna, translucent and delicate as paper. Little crimson came, tomatoes impossible ripe, sweet. Okay, also ein bisschen was gegessen bei dem. Ach so, wir können da also nicht mehr. Okay. Ah, das können wir anscheinend immer wieder machen. Das ist natürlich schon mal super. In Anbetracht dessen, dass wir jetzt hier bei dieser richtig geilen Insel sind, würde ich eigentlich echt gerne noch mal ein bisschen weiter in den Norden fahren. In der Hoffnung, dass wir da auch noch mal was finden. Auf jeden Fall sehe ich schon mal eine Insel. Avid Horizon. Das sieht aber nicht so aus, als ob wir hier anlanden könnten. Aber ich sehe da oben noch was. Oh doch, wir können ja an. Das ist ja geil. Das ist ja mal geil. Okay. Gut, Key of History haben wir nicht. Lock into this. Look into the stars. Stars float the mirrored night with watch them a while. Okay, wir können das machen, wenn wir nicht mehr als 75 Terror haben. Gather Intelligence. Machen wir auf jeden Fall. Stillness itself and... Okay. Und einfach mal in den Himmel gucken. 10 Terror bekommen. Dafür ein Fragment. Burn above the roof and... Okay. Shopmäßig ist hier nicht. Aber ich sehe da noch was, was wir nicht entdeckt haben. Eventuell bringt uns das da oben ja noch was. Wir haben noch einen 7er Tank. Eventuell müssen wir die Route ein bisschen früher umlegen. Aber das werden wir dann noch schon früh genug entdecken. Wie sieht's denn hier aus? Okay, lauter Steine, schön und gut. Das gleiche gilt wahrscheinlich für da oben. Okay,
Stalagmit fallen silently from the roof. Okay, also es ist einfach mal ein Stalagmit vom Himmel gefallen, als wir da unterwegs waren. Oder besser gesagt irgendwo vom, ja, nicht vom Himmel, vom Schiffsdeck. Mist, zu spät. Ich wollte eigentlich hier gerade nochmal vorbeifahren, damit wir da nochmal quasi Flatrate-Essen machen konnten. Cecil, das kriegen wir glaube ich hin. Wir haben einen 5er Tank, aber da müssen wir da auf jeden Fall nochmal nachtanken. Sonst wird das nix. Okay, am Horizont hat er so irgendwas entdeckt. Oh, scheiße. Gleich zwei von denen. Verdammte Axt. Na gut, die KI ist ein bisschen hängen geblieben. Gut, dass wir ein bisschen schneller als die unterwegs sind, wenn wir mal Vollgas geben. Wobei das dann aber natürlich auch müssen. In den Korallen kann man sich ganz gern mal verfahren, wie wir gerade festgestellt haben. 90 Terror. Oh Mann, unsere Leute werden bald richtig abdrehen. Okay, wir haben wieder die Chance. Diesmal machen wir das mal mit im Schach. Okay, haben wir versagt, leider. Und können jetzt da natürlich nichts mehr machen. Jetzt haben wir noch 6er Fuel. Reicht uns das? Ne, ich denke, das wird reichen. Fahren wir hier lang und fahren dann darüber. Da ist schon wieder so ein Haifi. Haifi. Restless night and the watches of the night. You... Oh scheiße, Alter, den habe ich. Ah. Also den habe ich fast komplett übersehen, da wäre ich beinahe reingefahren. Das hätte mir natürlich auch noch gefehlt. 91er Terror, gleich 92. Die Aufgabe müssen wir gleich vielleicht auch mal machen. Okay, der dreht ab. Terror. Das ist wirklich unser höchster Wert, den wir bis jetzt jemals hatten. So, gucken wir erstmal hier. Nehmen wir mit. Refuse to trade. Red Corsairs. Hmm.
Okay. Insel der Meat-Giants. So, ja. Und die wollen was von uns, aber ich will denen eigentlich das nicht geben. Also machen wir jetzt mal hier. Wir haben versagt, verdammt. Und haben ein Crewmitglied verloren. Verdammt. Nein, da? Fuel packe ich nochmal zwei Stück ein. Restless Night. Hm. 38%, wir probieren es einfach. Ein Terror, wir haben verloren und ein 10er Challenge, 10 Fragmente bekommen. Ach, verdammt. 97er Terror. Nur eine 5er Crew an Bord. Und da sehe ich schon ein Schiff. Das können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Hoffe ich. Haben wir nur noch eine 5er Crew an sich. Aber das dürfte uns nochmal ein bisschen Geld einbringen. Weil die Expedition hat ja schon so ein bisschen was gekostet. Ja, ein blinder Schuss. Ist egal. Vielleicht investiere ich mal so ein paar Echos, um unser Schiff mal so ein bisschen wieder auf die 75 zu pushen, aber ich glaube, die 7, die bringen uns nichts. So. Hoffentlich funktioniert das diesmal. Jawohl. Sind wir natürlich nur noch mit einer 5er Crew unterwegs. Wir könnten jetzt hier das Schiff noch mitnehmen. Und da will ich mal was probieren. Ich will das mal hinter uns herlocken. Weil wenn wir... Okay. Fear and despair have destroyed the loyalty of your crew. Half of those who remain have taken up arms against you. You've taken shelter in the bridge while their shots ring out around you. Okay, wir haben eine 72er Chance, dass wir schaffen, wenn wir hier alle umbringen. Oder eine 9%ige Chance, wenn wir sie überzeugen wollen. Wir haben nur noch 5 Leute. Okay. Ist natürlich jetzt ganz schön fies. Okay, das machen wir aber in der nächsten Folge. Wir sind jetzt schon wieder ein bisschen drüber. Und man braucht jetzt einen kleinen Aufhänger für die nächste Folge, von daher. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis bald. Ciao.